Hey, ist hier jemand? Was ich ja auch total faszinierend finde, ist, wie unglaublich schnell in den Resident Evil Spielen die Verwesung immer vonstatten geht. Ja, ich! Und zwar hier oben! Jetzt verschwinden Sie! Na los, Mann! Öffnen Sie! Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie es! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder beseitigen Sie sie, oder die Tür wird verschlossen! Wofür hält er uns? Kammerjäger? Hier sind keine Dinger im Laden. Oh, verstehe. Ja, jetzt schon. Ja, ihr macht das schon. Guck mal, ob ich da oben die Tür aufkriege. Aber natürlich kriege ich das nicht. Sag mal, bei der Pistole ist das ein First Aid Spray. Tatsache. Jetzt haben wir schon 5 von den Dingern. Wann haben wir denn wieder volle Lebensenergie gekriegt? Ach, als wir gestorben sind wahrscheinlich, ne? Was war denn das für ein Sprung? Du solltest vielleicht nicht so nah am Fenster stehen. Ja, genau das meine ich. Peter, hilf mir! Nehmen Sie meine Hand! Alles okay? Genau das habe ich gemacht. Nein, hallo! Sie hält uns doch nur auf! Was ist denn los mit ihm? Ist sie nicht ihre Freundin? Oh, da ist noch einer. Junge, wenn du nicht in der Lage bist, dich zu beschützen, dann mache ich das halt. Da ist schon wieder einer mit einer Pistole. Mist, die Waffe klemmt. Her mit der Waffe! Alter, du bist in einem gottverdammten Waffenladen! Ja, Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Ihr seid in einem Waffenladen und kloppt euch um die Pistole? Ey! Ist das euer Ernst? Geh weg von mir! Nein! Und das, meine Freunde, jetzt, wow, nennt sich Bloodshot. Ein Bloodshot lässt sich nur vernichten, indem man das Herz zerstört. Und das offenbart er uns regelmäßig. Wenn wir ihm genug Schaden zufügen, fällt er quasi vor uns auf die Knie. Und dann können wir ihn ausschalten. Schaffen wir es aber nicht, steht er wieder auf. Wie viele kommen denn da noch? Na, es ebbt schon so langsam ab, ne?
Ne, ja, wieder mittendrin im Geschimmel. Okay. Ich dachte, da wäre noch einer gewesen. Sieht ganz so aus. Die Luft ist rein. Machen Sie uns endlich auf! Kommen Sie rauf, bevor ich mir anders überlege. Die Luft ist rein? Alter! Das hättest du die ganze verdammte Zeit machen können, du blödes Arschloch von einem Wichser! Sorry, der musste jetzt mal raus. Das ist jetzt nicht sein Ernst gewesen, oder? So, wo ist der Blödmann? Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Falls wir den erreichen, geht es direkt zur Tall Oaks Kathedrale. Von dort werden Leute evakuiert. Habe ich im Radio gehört. Aber wie gesagt, falls. Draußen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf Nachzügler. So ein Zufall. Hey, Japaner, kümmere dich um die Gitter. Warum redet ihr auf einmal alle Englisch? Der hat rote Augen. Die rotäugigen Zombies werden meistens zu Bloodshots. Wie lange müssen wir das denn jetzt hier machen? So ist richtig, Helena. Genau wie Papa dir beigebracht hat. Nicht mal weiter oder sowas? Jos, die andere! Wir können nicht hier bleiben. Alle nach nebenan. Na los, Leute! Das irritiert total mit den ganzen Sprachen hier. Ich meine, der Japaner spricht Japanisch. Das ist ziemlich cool, aber. Was zur? Komm durcheinander! What the fuck? Verdammt! Noch mehr Gewicht und der Boden! Haben wir jetzt Übergröße? Komm doch, du Riesenbaby! Zum Einsturz bringen. Oh Gott! Und dann noch ein Bloodshot daneben. Nicht gut. Du jetzt endlich mal tschüss, du dicke Sau. 2500 Punkte? Okay. Okay, so, ich benutze in diesem Kapitel nur die Pistole und das und die Schrotflinte, weil andere Waffen hätten wir theoretisch gar nicht. Da beschränke ich mich mal so ein bisschen. Das macht es etwas authentischer. So, und nun?
vibriert schon wieder alles. Tschüss, Mann. Heilige Scheiße! Helfen Sie ihm, ich gebe Deckung. Ach du Schiete, da kommt ja schon wieder einer. Ich helfe Ihnen hoch! Vergessen Sie! Lassen Sie sich selbst! Zu viele! Viel zu viele! So. Den Bloodshot haben wir auch noch erwischt. Hier, was ist da, Leute? Wir müssen runter zur Straße! Für die Belohnung für den Bloodshot noch haben. So, okay. Jetzt, dann bitte runter zur Straße. Wo geht's denn runter zur Straße? Ah, geht's lang. Okay, ich komme. Was ist hier schon wieder los? Kannst du bitte einfach mal sterben? So. Der gibt mir den Nacken eine Rückendeckung! Du warst nicht eingeladen. Los, schnell! Weg hier! Die Dinger heißen übrigens Whopper. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall Derek C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Damit sind wir wieder hier. Ja, wir kämpfen um.
mitten in der Action. Diesmal allerdings nicht in der Haut von... Lass mal nachladen, ey. Warum lädst du nicht nach? Oh. Diesmal nicht in der Haut von Spezialagent Leon Scott Kennedy, sondern von Miss Helena Harper. Warum ist es eigentlich immer ein LKW, der uns rammt? Ich komme mir vor, als wäre ich wieder in Raccoon City. Und Leons Strähne setzt sich fort. Ein weiteres Fahrzeug, das explodiert. Nachdem er es betreten hat. Wir können nicht länger hier bleiben. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Tja, irgendwie blöd gelaufen, würde ich sagen. Aber verdammt hat Helena viel Munition in ihrem Inventar gehabt. Das muss ich mir gleich nochmal in Ruhe angucken. Und jetzt... quatsche ich schon wieder über einen Ladebildschirm. Das tut mir wirklich unendlich leid. Ich bin davon ausgegangen, dass der anderthalbminütige Ladebildschirm vor der Busfahrt ausgereicht hätte. Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. So, komm, jetzt lad doch endlich mal nach. Es geht doch. Okay, was hat denn Helena im Inventar? Helena hat... jede Menge 9mm Munition, Kaliber 12 Schrot, ein paar Scharfschützen und Magnum Munition, Kaliber 10 Schrot, Helena etwa 2 Schrotflinten, ein paar Granaten und Erste-Hilfe-Spray hat sie auch, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist eine Schrotflinte, die nicht nachgeladen worden ist. Das Scharfschützengewehr ist nicht geladen. Was ist denn hier los, sag mal? Das ist blöd, wenn man ganz fest davon überzeugt ist, dass ein bestimmter Knopf eine bestimmte Sache macht und dann macht der Knopf einfach eine ganz andere Sache. Wie zum Beispiel das Inventar öffnen. Wenn ich hier gerade noch am Durchgucken bin, so, das ist die Magnum. Und das hier. Das ist Helenas ganz persönliche Schrotflinte. Eine dreiläufige, soweit ich weiß. Aber wir machen erstmal mit der normalen Pistole weiter. So. Leon, bist du bereit? Wir müssen jetzt über den Friedhof und die Kathedrale erreichen. Ja, okay. Helena hat mit ihren Attacken nicht so viel Reichweite wie Leon. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Warum muss man bei einem Zombie-Ausbruch eigentlich immer als allererstes über den verdammten Friedhof? Gibt es da ein Gesetz, das sowas vorschreibt? Weg, du Sackgesicht! Helena guckt entschieden zu viel Wrestling. Mit diesem Elbow Drop da eben. Wie groß kann denn so ein Friedhof schon sein für eine Stadt mit 70.000 Einwohnern? Das war so klar. Okay. Also, für sowas müssen wir uns in Acht nehmen. Wenn diese Löcher nicht reinfallen.